Oh Da ja. sehe ich schon wieder den ersten sexuellen Übergriff. Okay, Er warte. muss immer sein. Ja, ah, das ist ein Bär, da darf man das machen. Also, Pedobär. Komm mal her. Wollen Komm mal wir da her. hinten stehen, Ja, jetzt ey? komm du Ja, her. ja. Nee, 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 nee. Du kommst Doch. zu uns. Hey Leute, willkommen zu der zweiten Folge Aura mit. Oh. Wow, Alter. Jawoll! Hey Leute, willkommen zu der zweiten Folge von Minecraft Abgehoben mit den zwei Chaoten hier. Hallöchen! Hallöchen! Die wollten sich vorher nicht mal ordentlich hinstellen für eine Anmoderation hier hinten. Sagst Echt? du? Sagst du, der einfach von der Gruppe weggegangen ist, ja? Also, So. ich komme hier nicht raus. Okay. Ich komme hier nicht raus. Das Ziel der heutigen Folge ist, wir haben ja noch eine Kiste unter unserer Insel. Die Wie wollen wir sieht's uns auf aus? Die Kiste unter der Insel wollen wir heute auf jeden Fall mal nehmen, Ja. ja. So, und ich versuche mal noch, also ich würde gerne versuchen, noch gleichzeitig noch einen Weg zu bauen, Den Weg der die übrigens ja Tiere nicht. später safe in die Mitte locken kann. Und die Tiere locken, das machst du. Ja. Alter, was ist das für ein Riesenbaum hier? Das Ja, ist, das weil ist die so nah ein. aneinander stehen, wachsen die jetzt gerade zusammen. Vorteil ist, da kommen mal hoffentlich mehr Setzlinge raus. Denn wir Ja, brauchen hoffentlich. dringend Setzlinge. So, ich habe schon mal. Oh, ja, perfekt. Ein Also ich habe bisschen. 10 Holzdinger, also halt, aber noch Stammteile. Ja, ich habe Soll mal Tag werden. So, ich gucke mir hier mal. Hier ist ja eine Kiste, ne? Die habe ich schon alle vercraftet jetzt. Aber ich lege hier mal ganz kurz meine Sachen hin, Thomas, ja? Ja. Wir, die sind gleich weg. Wehe. Ha, natürlich bleiben die Warte, ich bin da. gleich wieder da. Ich mach das. So. Nee, geh mal weg jetzt, Marc. Ich mache hier gar nichts. Ich suche hier Erde, ey. Chill doch. Guck mal, was er hier Ich alles sehe hat dich da schon. hinten nur. Guck mal. Oh, So, irgendwie also sind die Leute, ich Sachen zeige weg. euch jetzt, wie ein Profi sich eine Kiste schnappt, die normal nicht erreichbar ist, ja? Aha, wenn du Und das gleiche ist er jetzt mit wieder der tot. Kiste runterfällst, Marc, ist was los. Dann bringst du mich um. Ja. Hast du jetzt meine Sachen genommen? Ich nein! Ach Scheiße, wir kommen ja gar nicht Nein! ran. Hier. Oh, danke schön. Problem ist, wir haben jetzt genug Setzlinge, die haben wir natürlich. Oh, geil. Wir sollten aber mal gucken, dass wir zumindest. Ja, es wird gerade Tag, das ist toll. Dann, dass wir hier ein bisschen Kohle herstellen. Das Problem ist, dafür brauchen wir Holzstämme. Ja, aber ich glaube, gucke mal, das dauert doch gar nicht so lange, oder? Oh, so, ich stelle mal hier oben Hier eine ist ein Kiste. Apfel. Ich stelle mal hier oben eine Kiste hin. So, dann machen wir noch ein paar Ja, was, warum Setzlinge. baust du meinen coolen Weg da wieder ab? Zack. So, jetzt sind wir nämlich schon eine Etage tiefer. Ja, Nice. so weit wären wir auch gekommen. Alter Mach das nicht Mann. mit Erde. Erde ist wertvoll. Mach das so mit Holz oder so. Holz ist noch wertvoller. Nein, Holz kriegen wir immer. Ah. Erde nicht, oder kann man Erde fortpflanzen? Nee. Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Guck mal, was ist wertvoller, Marc? Ach, komm, gib mir Holz. Warte. So. Wir fangen mal an, hier einen sicheren Weg zu bauen. Und dafür nutzen wir Half Steps, weil mit Ihren Bau. da spawnen noch keine Viecher drauf. Leute, ganz wichtig, damit die Folge nicht immer so langweilig wird, könnt ihr auch gerne Gesprächsthemen und so weiter in die Kommentare schreiben. Ja. Oh, wieder ein Baum, Alter. Geil. Geil. Da wir gerade die Einzigen sind, Jawohl. die am Server sind, können wir das ganze Holz für uns Okay. Hat benutzen. noch jemand eine Spitzhacke? Nein. Ich brauche Ja. eine. Beam mir mal eine, bitte. Hier hast du eine Holzspitzhacke. Das Meine Steine reicht möchte ich für dich. behalten. Hat die Steine will ich behalten, ich bin Luca. Aber Luca, und es gäbe nix her. So. Natürlich, der Oh, frisst alle auf, der ja, wir Bär. haben ein Problem. Dadurch, dass Wo hier jemand so denn? schlau war und hier die halbe Map abgebaut hat, hier sind noch unsere Spawnpunkte. Wir müssen Ich bin nicht aufpassen. schuld. Wir müssten mal hier den Spawn ein bisschen zusetzen. Problem ist, ich habe halt nichts. Ich baue hier gerade einen Baum ab. Oh, Nice, ich noch guck mal mehr. kurz bei den Nachbarn. Die Nachbarn beklauen willst, aha. Ja, lass das mal machen. Nein, wir beklauen niemanden. Das machen wir nicht. Ah, da ist ja gar kein Nachbar. Oh, was ist das für ein Troll? Ein Troll. Troll, da ist ein. Oh, da ist noch eine Kiste. Hallo, Kiste. Aber was wollen wir mit dem Kaktus hier eigentlich machen? Das ist einfach nur ein ganz normaler Kaktus und der kann gar nichts, oder Ah, wie? das gehört jemandem. Das dürfen wir nicht nehmen. Wir brauchen halt irgendwo Eis oder so. Ja, Weil jetzt das kann ich auch nicht wird mehr noch. springen. Irgendwo wird es noch sein. Wahrscheinlich dann für die nächste Folge. Weil wir nehmen die ja direkt danach auf. Das heißt, wird wahrscheinlich dann in der nächsten Folge da sein. Nein! Leute. Ich hatte. Nein! Nein! Luca. Ich habe 36 Cobblestone im Inventar gehabt.
Okay, wir müssen hier leider erstmal den Weg zumachen. Das ist leider sehr gefährlich hier. Hättest du mir mal deine Spitzhacke gegeben? Hast du meine Sachen hier genommen? Ja. Thomas? Ja. Ja. Ich dachte gerade, die sind weg, ne? Ich dachte gerade, sie sind einfach weg. Na, einfach alles weg. Ja, dann geh ich zu den Gurken irgendwas. Gurken. Ja, guck mal, ob die vielleicht noch ein bisschen was haben. Ah, nee, die haben sich umbenannt. Die heißen jetzt Pinselinsel. Pinselinsel? Die Pinselinsel. Aha, die spielen also wohl mit ihren Pinseln, okay. Oh. Jedem das seine, ne? Ich finde das geil. Die sind halt aber auch nur Villager und Schaf. Scheiße. So, wir machen hier erstmal kurz... Wo soll ich denn den Lava-Eimer hin tun? Einfach mal in die Kiste bei uns? Packen mal kurz in die Kiste bei uns, dann können wir später immer noch gucken. So, wir machen hier mal soweit jetzt safe. Dass man zumindest hier schon mal nichts mehr abbauen kann. Nicht mehr runterfallen kann. Das wäre mir nämlich ganz recht, weil ich mit meinem Idiotenglück das tatsächlich immer wieder schaffe. Das weiß ich. Ach, schon wieder ein Baum, oder was? Zack. Ja, ja. So. Das boomt hier. Wir versuchen uns jetzt den Weg hier zumindest fertig zu bauen. Das wäre ganz praktisch. Ich habe kein Holz mehr. Du hast mir alles genommen. Ich habe noch ein bisschen. Ah, nee, doch nicht. Komm, Luca, ich gebe dir mal deine Spitzhacke wieder. Oh, danke schön, das ist schon mal ein Anfang. Und mein Sticks. Holz. Und das Holz behalte ich, dann mache ich jetzt Haft selbst raus. Ich wollte dich gerade begleiten. Du Arsch! Hier, guck mal, hier hast du noch zwei Holz, Luca. Zwei Holz kriegst du noch. Ja. Da liegt's. Wo? Da. Ja. Warte. Super. Was kann ich damit machen? Da kann ich eine Druckplatte machen. Du kriegst von mir noch eins Stock. Eins Stock? Eins Stock. Den rabbe ich dir so fett in deinen Popomark, ne? Ah, ich rabbe dir gleich zwei gleichzeitig in deinen Popomark. Plus noch eine Spitzhacke. Ich hab drei. Aha. Ich hab vier. Leute, guck mal, hier sind zum Beispiel Blöcke. Das war Mark am Anfang. Wow! Sind da Blöcke? Das war gefährlich. Können wir die irgendwie abbauen und wieder droppen? Bitte. Ja. Also ihr seht, das Ganze ist noch ein bisschen chaotisch. Wird auch wahrscheinlich die nächsten 2-3 Folgen noch chaotisch sein. Das sind so Zwischenfolgen, die bei mir momentan kommen. Ich denke, wenn wir den Livestream machen, werden wir auch drauf spielen. Schade ist gerade, dass ich gerade 24 Holzbretter verloren habe. Die ich dir noch gegeben habe. Tut mir mega leid. Leider kommt hier gerade nichts. Hallo. Das waren meine Holzbretter, ne? Es müsste Nacht werden, weil da können hier auch Skelette spawnen. Ja, ach, da sind noch zwei Holzbretter. Warte, da ist noch zwei. Das heißt, ich kann hier nochmal zumindest. Sag mal, 6 Stück. Eins Erde hast du gerettet. Eins Erde haben wir gerettet. Problem ist, es wächst gerade kein Baum. Doch, jetzt ist einer gewachsen. Nice. Ey, genau wenn du das sagst, oder? Ah. Ja, der Baum, die Natur hat Angst vor ihm. Ja, ich bin halt ein großer Pädagoge, ja? Eins großer Pädagoge. So, wenn der Baum hier abgebaut ist, hätte ich gern, dass der nächste Baum gewachsen ist. Das wäre nett. Ich guck gleich, dann muss der nächste Baum gewachsen sein. So, 5 Holzstämme haben wir wieder. Und die machen wir zack. Dann machen wir gleich Bretter draus. Jetzt haben wir wieder 36 Bretter und ich lege die direkt in die Kiste, weil ich Angst habe, dass ich sonst runterfalle. Okay, oder so. Ach, dann nehme ich die und fall runter. Nein, wir sollten am besten gar nicht runterfallen. Echt? Oh, ein Apfel. Nee, lege ich in die Kiste. So, ich nehme die Bretter jetzt doch wieder. Die Äpfel am besten nicht aufbrauchen. Ja, genau. Und geh direkt unter unsere Insel. Ah, hast du Stufen gemacht? Ja, perfekt. Ja. Und ich setz die doch direkt hier unten drunter, Luca. Ja, ich hab das ein bisschen scheiße gemacht, ich weiß, aber wenigstens habe ich was gemacht. Genau, ja, ist ja nicht schlimm. So. Also, dann machen wir das dahin. Hab grad geglitscht, Leute, habt ihr das gesehen? Aha. Meine Hex war hier noch nicht aus. So, machen wir da noch. Warum machen wir jetzt die Holzbretter hier drunter? Weil dann nämlich kein Vieh. Wow! Du bist nicht schon wieder tot, oder? Fast. Nee. What the fuck, was macht ihr beide da unten? Hallo? Ja, wir bauen. Hallo, Luca, guck mal. Hallo. So. Warte. Da ist schon mal safe. Ja, was macht denn der da? Der hackt? Was macht der? Der hackt? Der gleitet oder so? Ich? Hör auf zu hacken. Sonst musst du sterben. Ah. Oh, Fortschritt. Technischer Fortschritt hat er erzielt. Was brennt der da? Ja. Das hier, Alter. Bist du auch eine? Ja. Oh, eine Witch. Eine Bitch und das Skelett. Nice. Na, nee, ja, genau. Die Witch runter und jetzt... Oh, Luca. Wow, warte. Wow. Ah, ich werd beschossen. Alter, Angriff der Killermenschen, Alter. So, komm. Okay, warte. Wir lassen sie kommen. Ja, wir lassen sie kommen. Alter, das sieht so episch aus, wenn die drei da... Ah, den Sand sollte man wahrscheinlich nicht abbauen, oder? Nee, den sollte man nicht abbauen. Nee, auf. Weil wir lassen das Skelett einfach den Zoll... Aua! Aua! Aufpassen! Pink Player! Spinny! Spinny! Alter! Ich hab zwei Knochen! Guck mal, da hinten stehen drei Skelette oder so! Ich hab zwei Knochen! Das sind 4 Skelette!
Ja, dann sogar das. Okay, lass die mal zu uns locken. Ja, okay, pass warte. Pass auf den Creeper. Die schießen von da. Ja, ja, komm wieder zurück, komm zurück. Ich habe zwei Knochen schon im Inventar. Also von den Kisten anderer darf man sich nicht bedienen. Nein, ne? Darf man nicht. Aua. Genau. Ah! Oh, du hast einen. Oh, da kommt wieder einer. Hehe. Naja, hab ihn hergelockt. Boah, da spawnt so viel Zeug da hinten drauf. Ja, einer ist runtergefallen. Okay, Leute, was ich jetzt hier gerade mache, ich gehe ein bisschen erkunden, was die anderen so haben. Jawohl, ich habe auch zwei. Komm runter, komm runter, Luca, bevor Fleisch. Au! Die hat jetzt Schüsse, Popo! Komm, komm. Ja, das kriegst du auch sonst. Ja, komm, ja, komm, komm zu Papa. Was macht Aua. Ihr schon wieder? Ich habe nur drei Herzen, ich muss weg. Hallo. Was macht ihr da? Ja, lass das Skelett mal herkommen. Ja, regel du das mal gerade. Komm, komm mal runter, Kollege. Komm mal runter. Haben wir hier irgendwas Tolles? Hallo, ey, nein. Nicht wieder umdrehen, Skelett. Was bist denn du für ein... Ey, hallo, Skelett. Komm, ja, ich Papa. Bring mich mal um. Wieder Papa. Ich habe sogar ein ganzes Level gehabt. Das 1 Level. Ja, wieder 2. Wieder 2. Oh, ja, jetzt ich übernehme. Töte du dich. Okay, ich übernehme. Ich leg das Zeug in die Mitte, ne? Ich übernehme jetzt. Alter, das spawnt ja alles, ey. Was ist da los? Ja, das Problem ist, dass da hinten. Deswegen, wir müssen mit den Stufen bauen. Dann passiert das nicht. Ja, aber das ist gut, wenn das gerade spawnt. Wir brauchen Skelette. Ja, wir brauchen vor allem Knochenmehl. Zack, jetzt haben wir 12 Knochenmehl. Warte, ich geb dir mal kurz mein Schwert. Ich brauch das gleich wieder. Ja. Da. Ja, ja, schieß die Spinne ab. Ja, komm. So. So, Leute, und jetzt geht's los? Nein. Doch. Gib mir hier meine Waffe, ich brauch das. Bitte? Hier. Danke. So, und jetzt geht's los, hier gehen Reapers unterstützen. Was machst du denn da? So, ja, warte! Hier mal noch eine Werkbank was? Hin. Was? Oh! Du Arsch, Junge! Oh, da ist jemand gestorben gerade. Ich würde sagen, der Tribunio muss dafür eine Strafe hin. Oh, das ist ein Riesenbaum, der hier gerade gespawnt ist. Nice! Alter, Riesenbaby! Nice, voll der Riesenbaum! Oh. Du bist gerade nicht ernsthaft wieder runtergesprungen, du Volltrottel! Mit dem Holz! Jawoll! So, lasst uns mit dem Holz bitte zuerst mal gucken, dass wir hier zumindest den Boden ein bisschen Glasschiff kriegen. Können wir die Folge nennen? Wir kümmern uns um den Spawn. Nein, der explodiert gleich! Geh doch weg! So. Nein, du solltest das nicht runterhauen. Du, der ist so blöd. Oh. Hast du gesehen, wie groß der war? So. Dann wär's was gewesen, ey. Oh. Ich glaube, wir werden instant rausgeworfen. Ja. Ich geh noch mal Hallo sagen. Nein, ey, hör auf. Provozier es bitte nicht. Zack, hör auf. Zack. Nee, der checkt das nicht. Der ist auf dich getriggert. So, jetzt gehen wir nochmal da dran. Der checkt das echt nicht, der ist auf dich getriggert. Ja, gleich explodiert er und dann sind alle Tiere tot. Der explodiert, oh. Der explodiert schon nicht. Aha, sicher? Ja. Oh. Da verwette ich meinen Schwanni drauf. Aha. Oh. So. Wie lange hält der denn aus, Junge? Wo seid ihr denn? Gib mir das. Bei uns. Gib mir das. Nein, hör auf. Nee, wirklich, guck, ich kann neben dem stehen und explodiert nicht. So, ja, okay, den Creeper habe ich runtergehauen. So, habt ihr eine Fackel? Dann setzt mal jetzt mal. Ein neues Hühnchen. Ja, dann setzt mal eine Fackel hin, bitte, dass da jetzt mal nichts mehr spawnt. Da, wir haben gerne. Das ist eine Fackel schon. So, na, ja, ich meine bei den Bäumen hier. Mhm. So. Ja, ich habe gerade die zwei Creeper gekillt mit Reapers zusammen. Da sind. Oh, Leute, guck mal. Guck mal, was wie wir Knochen. Geil. Alter, was wir Bäume haben jetzt. Warte, ich hab auch noch sechs. Nice, du hast sechs? Das will ja, ich gar sechs nicht, von das will ich jetzt gar nicht wissen, was du da hast. Ey, vor allem ist das voll der Riesenbaum. Das heißt, wenn wir das Holz jetzt abgebaut haben, die Setzlinge gesetzt haben, haben wir für die nächste Folge massiv Holz zum Bauen. Ja, und das ist extrem geil. Nächste Folge, für die nächste Folge brauchen wir auf jeden Fall ein paar Vorschläge von euch, was wir bauen sollen. Genau. Schreibt ihr uns auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde gerne aber noch zum Ende der Folge gehen, würde ich gerne den Spawn noch sicher bauen. Da wäre ganz cool, wenn ihr mir kurz helfen könntet. Natürlich, ja, ich baue gerade das Holz auf. Selbstverständlich, warte. Wir brauchen da auf jeden Fall 3 Cobblestone noch für, weil wir die Lava sichern müssen. Nicht, dass die das Holz anzündet, das wäre halt ein bisschen doof. Okay. So, aber auf jeden Fall haben wir jetzt, guck mal, wir haben eins, also ich habe jetzt schon eins Stack. Eins Stack. Von Neisigkeit her. Ich hab anderthalb Stacks. So, ich nehme mal den Cobblestone. Oh, da ist noch ein Skeletto-Boy. Oh, mach's kaputt. Mach's dich kaputt macht, Junge. So.
Nein! Du kommst einfach da fast gar nicht ran. Er bow-spammt! Hacker! Er bow-spammt mich! Oh. Boah, ich mag diese Riesenbäume aber irgendwie nicht. Nee, ich mag die eigentlich auch nicht. Aber jetzt fürs Projekt sind sie ganz geil. Ausnahmsweise. Genau, das heißt, die Lava ist zumindest so gesaved, dass die nichts anzünden kann. Dann machen wir hier noch den Weg zu. Bitte darauf achten, dass es keine Doppelblöcke sind, weil genau dann spawnt nämlich wieder alles. Und so können wir nämlich einfach hier sicher in die Mitte gehen. So, wir haben jetzt alles soweit erledigt und gemacht. Wir sagen dann bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge. Lasst sehr gerne bei uns allen ein Like da, Leute. Schaut bei den anderen vorbei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao. Tschüss. Aua.